Bug. Ist es wirklich ein Bug? Ihr Scheint seid bei so. mir gerade alle pink, also die Farbe, die ich auch ausgewählt habe. Okay. Jetzt nicht Oh, mehr. ich habe Okay. Barriere. Jetzt nicht mehr. Was war da denn los? Habe ich eigentlich überhaupt irgendwas? Ne, ich habe keine Mods, ne? Und keine Ausrüstung und nix. Habe ich irgendwas anderes hier? Ach, guck mal da, ich habe Booster. Ah, nice. Brauche ich nicht. Ah, genau, das kann ich auch noch. Stärkeaufwertung. Erhöht den Schaden durch Nahkampfangriffe. Erhöht den Schaden gegen Schwachpunkte. Universeller Kraftverstärker. Fortschritt. Ach, Erfahrungspunkte. Und Nahkampfangriffe. Also Vorräte sind bei mir immer drin. Zwei Erste-Hilfe-Packs, zwei Wiederbelebungspacks, zwei Munitionspacks und zwei Cobra-Raketenwerfer. Da habe ich jetzt jeweils eins, außer für Munitionspacks, da habe ich zwei. Wo stelle ich den Kack ein? Bei Charakteranpassungen. Man kann es auch leveln und so. Ich nehme jetzt übrigens mal auf, ne? Brauchst So aus Jux und Tollerei. Mal gucken, vielleicht sind wir diesmal nicht kacke. Wir sind so schön bunt. Punkte? Merke es dafür, wenn ich kacke. Vielleicht lutschen wir diesmal nicht harte Bälle in der Hölle. Ja. Ah, komm, vielleicht können wir. Wir haben es immerhin bis Welle 6 geschafft, ne? Das ist ein Anfang. Ja. Kinder, seid ihr fertig? Warten wir schnell. Ah, jetzt sieht es wieder besser aus. Warlord. Das ist der Der Warlord. W4 Ja, Lord. meinetwegen. Zecke. Oh, den will ich haben. Und der setzt ihn wieder weg. Warte mal, ich muss gerade zu Grün. gucken. I like grün. Okay. Okay, das kann ich mir leisten, das kann ich mir Es ist leisten. Giftgrün. Ja. Ich bin Bittet 15 Giftrosa. völlige Objekte oder Charaktere mit mindestens einer Spezialklasse und einer. Okay, also ich brauche noch 8000 Credits. Oh. Los. Los. Das hat ihn hier verrecken. Wow. Ich will auch einen Angaranischen spielen. Da musst du warten. Da musst du leider auf 100.000 warten, dann kannst du ihn vielleicht haben. Ich will Proteaner hier spielen. Proteaner? Das wäre Ja. cool. Das wäre Gibt's denn da richtig Proteaner? cool. Das wäre lustig, wenn man das so in so einen Relikt-Typen spielen könnte. Es wäre Ja. lustig, wenn ich hier meinen koganischen Warlord spielen könnte, Alter. Dann wären alle instant tot. Dann würde ich hier Aber oh, durchfegen ein wie sonst Siebens. was. Wir nehmen richtig gut rein. Mass Effect 3 war der ein Siebens Layer. Der Schwertkämpfer. Boah, ich bin gut mit dem Schwert auf den Digga, Buddy. nichts geht über den koganischen Warlord, Digga. Der Boss. Der für Warlord brauchst du bloß einen N7 Crusader und das war's, Alter. Den Rest brauchst du nicht so ansachen. Du brauchst keine Nebenbewaffnung, du brauchst bloß einen N7 Crusader und schon hast du gewonnen. Allein durch deine Anwesenheit. Ich bleib Wenn mal du gut bist mit ihm. der Uschi, die sieht aus, als wüsste sie, was sie tut. Ah, Ich schon gehe nur wieder. teilweise vorbei. Dude, Dude, willst du eine Barriere? Hier. Ich brauch doch keine Barriere. Keine Ahnung, also du kannst vielleicht helfen so. So werde ich von hinten erschossen. Also bei uns ist gerade alles gut. Ja, bei euch jetzt. Oh, ich muss jetzt noch mit den Anzeigentafeln klarkommen, Alter. Ich dachte gerade, Dauernd zu ich sterben. dachte gerade für eine Sekunde so, ich sehe gerade dreimal Matze, Alter. Leck for the win. Oh, da ist er ja. Nee, hier oben ist doof. Ah, ne? Out. Ui. Watch your hands. Ui, ui. Ui, ui, Madame. Der.
would you like some baguette? Wo sind die Gäste? Wo sind die Gäste? Ich hab nicht mehr bei Tommy against the wall. Exactly, would you like some baguette through my Schrotflinte? Through my Schrotflinte gegen die Wand! Gegen die Wand in my heart! So you can lieb mich everywhere! So you can je t'aime moi avec le artichaut de chien! Oh my god! Et le girafe! Genre. Avec le Hals de Baguette! Cover! Kannst du Französisch, Alter? Ja, also. Ja, aber mit der Sprache habe ich noch so meine Probleme. Lol. Ich kann Französisch gar nicht. Gar nicht. Weißt du so, ich habe mit Französisch komplett meine Probleme. Ich hab's damals irgendwann in der 6. Klasse mal und dann habe ich wieder alles verlernt. Ich war aber auch nicht gut. Ich hatte da irgendwie nicht so Bock drauf. Ich hätte mal Mathe leisten können. Boah, sehr schön, weil das so, entweder hast du, keine Ahnung, irgendeine Fremdsprache gelernt oder du hast, Dinge gemacht, so, irgendeinen so anderen Kurs, Shit. Ja, wir hatten der nichts gebracht hat, so, Beispiel, außer ne? Vielleicht. Oh, ja, also bei uns gab es zum Beispiel Hauswirtschaftskurs. Das habe ich ein Jahr gemacht und dann habe ich gedacht, nee, ich war ungefähr 5 Jahre da. Der einzige Grund, warum man das bei uns hätte machen sollen, war auch der Lehrer, weil der halt cool war, ne? Aber ich war so ein Typ, ich dachte mir so, ja, lernst du Spanisch und das einzige, was ich jetzt inzwischen weiß, Spanisch, was mir wirklich merken konnte. Über die Jahre war halt, wie man sich vorzustellen, also wie man heißt, wo man wohnt, jemanden als Drecke Nutte beleidigen, ja, aber das und ist, wie ja. Man ein Bier bestellt in der Bar. Ah, cool. Das ist schon zu wissen. Das war wirklich im Spanischunterricht, als wir unseren Lehrer kennengelernt haben, Herr Dingens, Mann Dessau oder so. Der hat wirklich gefragt, so, ja, wollt ihr gleich von ab vielleicht etwas wissen, so, was ihr wissen wollt, so für Spanisch? Und einer meiner Kumpels, ne, der wirklich, er hat zu dem Zeitpunkt, waren alle in der Klasse so komplette Kiffer und so, ne. Und der fragt so nach, so, ja, was heißt denn, hätte gern ein Bier, bitte auf Spanisch. Unser Lehrer steht vorne, una cerveza, por favor. Ich hab Spanisch gelernt, ne, sofort behalten, Alter, ne? Das merkt man sich. Hä, ach, wir müssen viele eliminieren. Ach du, oh mein Gott, hier gibt's ja Waffen für alle. Oh mein Gott, Alter. Bei Max sind diese Sterne drin. Oh Gott, ich rück zu euch auf, Ich kann keine Barrieren erzeugen. Ja, also, bitte nur scheinbar. Doch, ich kann. Nein! Ich hatte gerade nur irgendeinen Ausfall oder so. Ärgern mich! Mistvieh, Alter, Dreckköter. Geh zurück, deine Mutter lecken, Alter. Geh doch, deine Mutter! Nein! Das wäre eklig, Mann, das wäre endlich, das ist sehr ekelhaft. Und das ist halt Spaß für die ganze Familie. All targets down. Oh mein Gott, den hab ich noch nicht gehört, Alter. Also entweder das oder ich hab den echt extrem lang nicht mehr gehört, also das ist Spaß für mich. Ja, ich hau manchmal sowas raus, ich bin emotional sehr nah am Mittelfinger gebaut. Kann mich mal jemand wiederbeleben? Ich lieg hinter euch. Dankeschön. Well done. Wenn du einen Juden hast, Alter, klar. Weiß ich so, also wenn man so schwarz im Moor steht, ist man bei mir genau an der richtigen Adresse, Alter. Immer. Also ich bin aus sämtlichen YouTubes geflogen aufgrund meines schwarzen Humors. Ich bin so derjenige, ich glaube das haben wir am Anfang gehabt, derjenige, der einfach Leute random beleidigt und denen sagt, dass sie Hanzo-Mains sind. Und dann sagt von wegen, ja, das ist jetzt Nachrichten für dich, Pech, mein Freund. Und dann sind die alle immer so, ey, das ist voll gemein. Und ich bin gar nicht gemein, ich bin voll lieb. Aber ich eck halt gern an. Und dann weiß ich immer, mit wem ich das zu tun habe. Ist der ehrlich, ist das eine falsche Haut, weißt du? So.
Ich bin nicht so der Typ von wegen so ein bisschen so beleidigt, ich bin eher mehr so der Typ, der einfach nur Spaß mit Mauer raushaut, so, weißt du? Ich muss Spaß mit Mauer raushauen und das ist gut. Oh mein Gott, ich hatte in der Abendschule, ne? Eis Kokana, verrecke! Du Notte! Lutsch mein Schwanz! Ich kann nicht teabagging. Schade. Ich hatte in der Abendschule so richtig Stress mit meiner Lehrerin, obwohl die mich geliebt hat über alles, ne? Weil die Abendschule ist auch dumm, Alter. Nee, die war, also die Abendschule war eine Abendschule. Also die war relativ okay, die Leute waren halt auch richtig scheiße. Also wir hatten guten Klassenkameraden. Da wo ich Erfahrung gemacht habe, war echt scheiße. Ja nee, pass auf, unsere Klasse war halt die Klasse und der hat alle reingesprungen sind, die irgendwie entweder aufgestiegen sind, abgestiegen sind, neu reingekommen sind, was weiß ich nicht alles, von anderen Schulen rübergekommen sind. Wir waren halt die Multikulti-Klasse, mit alles komplett. Also, ich bin schon wieder tot übrigens. Und deswegen gab es halt da auch immer einen größeren Wechsel. Und ich hab, wenn ich die Fresse aufreiß, dann sag ich, wie mir das Maul gewachsen ist. So. Ja. Ne? Und ich hab da halt auch mal so richtig gedacht von wegen. Ich bin tot. Wo bist du? Oben. Ah. Bei dem Dingens da, das Wir sind auf dem Weg. Ich wurde von unserer Deck angegriffen, hab erst zu spät bemerkt. Ich hab mal so ein Buch rausgehauen von wegen, von einem Schulkollegen von wegen, das riecht hier voll nach Neger. Dank. Obwohl der war kein Neger, der kam aus Afrika, mit dem Negerkampf. War halt so. Da haben wir drüber gesprochen, ich hab mich entschuldigt, ich hab gesagt, ich hab das jetzt nicht irgendwie böse gemeint, ich mach das irgendwie. Aber wenn es irgendwie jetzt verletzt hat, tut mir das leid und dann meinte er, nee, komm aus Südamerika. Ich dachte, klar, das ist ja kein Thema. Irgendwann, ein halbes Jahr später, hat dann meine Klassenlehrerin das irgendwie mitbekommen und meinte so, was haben Sie gesagt? Ich so, das ist schon längst durch. So, warum machen wir jetzt eine Klassenkonferenz? Ich hab doch mich schon lange entschuldigt. Das war auch gar nicht so schlimm für ihn. Wir dachten auch, nee, ist geklärt. Und die ganze Klasse plötzlich voller diskutieren und wir beide saßen dann nur und haben uns angeguckt und gemeint, warum diskutieren die jetzt über unseren quasi Streit? Über unsere Auseinandersetzung. Und dann kam irgendwann nur noch Julia und meinte, Alter, er ist so. Er labert gerne Scheiße. Halt die Fresse jetzt. Oh, so ein großes Ding ist tot. Wow, was war das? Ey, ich find's halt dämlich so. Also ich meine, ich hab einen Kumpel dort, also es ist so eine witzige Geschichte irgendwie so. Ich hab einen Kumpel so, der ist schwarz, der kommt aus Südafrika, seine Ahnen, kommt von dort. Und ich darf ihn Nigger nennen. Als sagen, mein Nigger und so. Ne, ich darf es ihm sagen. Und das Ding ist, dass es alles da auf einem Zufall basiert, weil ich einfach einmal richtig total sackevoll war, ihn sehe. Und wenn du besoffen bist, so, du sprichst einfach aus, was du denkst. Ja, eben. So, auf was kommt von mir? Ey, yo, mein Nigger, Alter, was geht ab? Alle gucken mich an, beziehungsweise mein Kumpel und denken schon so, oh Scheiße. Gleich ist vorbei. Der kriegt so die Fresse, so, ne? Jetzt ist er tot. Und er guckt mich an, so. Okay. Na, jetzt war ganz ruhig. Und später hat er mir auch erklärt, so, ich bin der Einzige, der ihn so nennen darf. No. Oh Scheiße, die hat sich bis zum heutigen Status einfach komplett nicht verändert, ne? Was ich echt cool finde. Das muss Liebe sein. Das ist auch cool. Aber es ist manchmal echt seltsam so. Gerade wenn man so in der Umgebung von Punks ist oder allgemein Linken und noch immer den schwarzen Nigger nennt, ne? Das ist. Ja. Nicht gerade vorteilhaft. Ja, Menschen sind gerne politisch korrekt. Hey, ich find's seltsam so, selbst wenn der Schwarze sagt so, ja, nee, es ist mir egal, ob er das sagt oder nicht so, ne? Das geht denen am Arsch vorbei, ne? Die beleidigen dich ja trotzdem. Oh, da hat mich was Großes gekriegt. Oh lol, was ist denn? Oh mein Gott, da war irgendwas Großes hier in der Mitte oder so. Oh mein Gott, fuck. Ich bin einen Millimeter vor dem Tod. Ich legge. Okay, ich hab grad nichts zu trinken. Scheiße. Wow, Viech! Ja, mittrinken. Geiles, spezielles Trinken gemeint. So.
Uiuiuiui, ich muss mir unbedingt einen Scheiß abprobieren. Ui. Zerfixi, Matze. Ja gut. Fuck die Fixi, die Achtung weg, die Maxi Schmexi steht da drauf. Okay, zwei noch? Zwei noch. Schaffen wir. Du stehst nicht Matze an. Nein, das ist einfach nur meine Faust ins Gesicht. Wir beide stehen hier nur und hauen nicht von der Faust. Meine Fresse. Das war überhaupt nicht witzig gerade. Überhaupt nicht. Wir werden immer besser. Ja, klar. Aber ich hätte gern irgendwie nochmal so Zeug. Okay, also wir sind eine Welle weiter als vorher. Ja! Shuttle incoming. Get to the extraction zone. Einen Augenblick mal. Oh, das ist schon vorbei? Das ist die letzte Welle. Ja! Nein! Ja, komm her. Dann ich würde vorschlagen, dass zwei bitte da oben Position. Nein, das ist, Digga, kurz vor Zeitablauf kommen die letzten beiden dahin. Es geht einfach darum, die Feinde aufzuhalten. Au. Ja, aber trotzdem müssen wir alle eh hier hin. Also warum nicht? Da haben wir damals drei auch immer so gemacht. Ja, aber immer damals. Geklärt. Oh, was? Gut, außer das eine Mal, wo ich das. Mein komplettes restliche Team auf Kosten meines eigenen Lebens gerettet habe, so, aber. Nice! Und deswegen habe ich gesagt, auch gern. Ja! Heads down! Well done! Wir hätten hier nie mit so vielen Feinden noch einmal zu tun. Eich! Meine Fresse hier, wo ist meine Dreckschrotflinte? Halt die Fresse, du. Fuck it, Alter, ich bin schon wieder da. Ich auch. Nein, ich hab's gesehen, Matze. Alter. Nein, und der andere. Check, Alter, warte, was? Wie konnte er dich töten? Der war low life. Ich guck deine Leiche an. Oh Mann. Ich hab keine Ahnung, was ich drücke oder so. Hier, ich drücke irgendwas und ich bin tot. Also. Oh Mike, dein Ernst jetzt. Na toll, ich bin tot. Also ist er auch tot? Ne, er lebt noch. Okay. Das Einzige, worauf wir wirklich hoffen können. Also Punktzeit technisch würde es keinen Unterschied machen, ob er irgendwie wieder belebt. Das ist das Wichtigste ist jetzt, dass er es innerhalb der Zeit in den Punkt schafft. Nein, er hat es nicht geschafft. Na toll. Ja, weil er nicht hingegangen ist. Gut, aber ja, er hätte fast, früher hingehen müssen, fast. Ne? Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Anscheinend wusste er nicht, dass man